Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Trine. Es ist echt schon lange her, dass ich das gespielt habe, auch wenn ihr gerade erst neue Videos bekommen habt. Die liegen schon seit 2 Monaten auf der Platte, dementsprechend bin ich eingerostet in dem Spiel, aber ich brauche dringend eine Abwechslung zu I Wanna Be The Guy. Ja, irgendwas Faires, irgendwas, was man nochmal gescheit spielen kann. Darum geht es jetzt weiter mit Trine und Ruins of the Perished. And our heroes were relieved to find themselves in the light again. The thief quietly surveyed her new surroundings. She had never been here before, but for reasons beyond explanation, she felt a sense of belonging. The ruins of the perished, as the old king had called them, looked exactly as described in the journal. Beautiful and majestic, despite the centuries gone by. The third artifact could perhaps be found at the highest location of the ruins. Gut. Ja, wir sind auf dem. Yes, I don't think anyone's been here for a while. Except those nasty bones. Who would abandon something like this? It's beautiful. Ja, wir sind ja auf der Suche, das Trine zusammenzustellen. Haha, was haben wir denn da? Und waren scheinbar in ganz vielen Dungeons, also Gemäuern, Untergrund, Höhlen, was auch immer. Und sind jetzt hier in diesem schönen alten Waldruin. Sieht echt nicht schlecht aus, und das gefällt vor allem der Frau. Wem auch sonst. Yeah. Ich hoffe, ich kriege das mit der Steuerung hin. Bewegende Stacheln. Interessant. Dass die dieses Steinteil überhaupt hochbekommen. Naja, euch muss ich vermutlich viel weniger erklären, worum es hier geht, weil ihr habt 6 Folgen. Ups. Oh, oh. Wow, das war knapp. Ihr habt ja gerade erst, seid ja mittendrin mit den letzten 6 Folgen. Oder wenn ihr irgendwann später dazu kommt. Zeit für Magier. Oh, shit. Zeit für Magier. Oh shit. Genau so krieg ich die kaputt. Danke. So. Nehmen wir es einfach mal hier oben mit. Ich höre doch irgendwo nerviges Getier. Aber ich sehe kein nerviges Getier. Ich muss immer noch sagen, das Spiel sieht wunderschön aus. Also richtig toller Stil. Was? Wie viel macht das Vieh aus? Das sieht auch schon nicht. Wow. Ja, komm. Das gibt's nicht. So schwer ist das doch nicht. Gut. Haha. Teile sind jetzt meine Schutzwand. Krieg dich schon. Ich höre doch, wie da Knochenmehl gemacht wird und da oben spawnen neue Gegner. Oh shit. Das war ja fast zu erwarten, dass das irgendwann passiert. Naja, erstmal wieder Monster verknüpfen. Ja, so kann ich treten. Ja. Wie mache ich nochmal Schild? Stopp. Ja, wie mache ich Schild? Jetzt habe ich ein Problem. Shit. Shit. Ah, der blockiert. Ah, ja. Und ich habe ein Level Up, sehe ich gerade. Das ist cool. So wechsle ich das.
Dornhammer. Das ist genauso wie das Hauen. Ja, das Chargen. Ach ja, mit dem rechten Analogstick. Genau. Gut. Weiß ich das schon mal? So, jetzt habe ich hier mal wieder ein Level up. Oh Gott, es ist echt lang her, dass ich das gespielt habe, also verzeiht mir. Ja, bei ihm habe ich. Ich habe bei allen 3 Punkte übrig. Da er nichts anderes hat, dann kriegt er halt 4 Planken. So, Increases Fire Damage. Ja, Firebow benutze ich ja auch nur teilweise, weil es Mana so intensiv ist. Kostüme gefällt mir besser, muss ich sagen. Und ist halbwegs interessant. Und was war hier? Gekauft. Gut. Oh, wieso habe ich das nicht vorher genommen? Das gefällt mir. So, ich schwinge wieder direkt rüber und ja, kommt. Flammende Vernichtung hier. Wie steht er da, bitte? Und gut. Nee, das sieht eher aus wie ein Job für unseren Magier. So. Und kein Kaboom. Scheinbar gibt's dabei keinen Kaboom. Dann vergesst, ich dachte, ich muss die Wand da einräumen. Na, da oben scheint nichts drauf zu sein. Ja, ist schon halbwegs schnell beim Laden. Nach unten die Stacheln mit dir. Ja, vor allem mit Flammenfallen hat man hier nur einen Schuss gehabt. Und das halt ist echt mana-intensiv. Also war ich erstmal hierbei. Was konnte er nochmal? Er konnte auch zunächst wechseln. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich bleib dabei Sword and Play. Ich glaube, das hat mir overall Leben gebracht anstatt gekostet. Von daher, das war eine sehr logische und sinnvolle Aktion, in die Stacheln reinzuspringen. Na, das wird nix. Gut. Aber ich guck jetzt. Shit. Ich gehe doch erst nach oben. Da oben weiter rein. Shit. Oh Mann. Komm, ich will da hoch. Gut, danke. Gerade wieder. Aber diese schönen Rainbows.
Double Rainbows all the way! Guck doch, das sind zwei! Double Rainbows! Ach, egal. Ich hoffe einfach mal, dass dort auch nichts von wegen versteckter Erfahrung war. Genau, das ist das Wort, was ich suchen wollte. Oder haben wollte. Gebraucht habe. Was haben wir denn hier? Ein Speicherpunkt oder ein Checkpoint, das ist doch schon mal interessant. Ich sehe mehr Stacheln. Ich sehe Kettenkugeln. Ich sehe Erfahrung drunten. Shit. Komme ich nur von außen rum ran? Shit. Sogar zweifache Erfahrung. Und da unten. Unten seht ihr, der ist in der Map oder ein Lavasee. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mein erster Tipp geht auf den Lavasee. Nein, natürlich sieht das eher wie das Ende der Map aus. Oh Gott, ist irgendwas da oben? Nein. Darum sehe ich eine Spinne. Wow, wow, wow. Das war beinahe der Stachel. Gut, danke. Jetzt komme ich da nicht durch. Ja, dann nehme ich das erstmal. Nein, so komme ich da nicht durch. Aber dafür habe ich da oben was gesehen. Das, was ich so nicht bekomme. Ja, gut. Probieren wir es mal so. Ja, das wird nichts. Shit. Erst die Spinnen platt machen. Okay, wie komme ich da an? Das ist auch für ihn eine ganz schöne Höhe. Mache ich dann erstmal so. Was mache ich dann hier? Dann kommt darüber eine Planke. Das war sicher eine neue Datei. Das ich habe bei I Wanna Be the Guy mehr Probleme mit Lags, aber weniger Probleme mit neuen Traps-Dateien. Das ist auf jeden Fall interessant. So. Komm. Gut. Ich habe noch eine Kiste und noch ein Teil, aber das. Ja. Das kann weg. Okay. Ich glaube, man kommt an sich aus der anderen Richtung dahin. Gut. Gut. Da oben war schon wieder das Ende der Map. Habt ihr es gesehen? Da. Ups. Oh. Interessant. Was man nicht so alles findet. Ah. Ich bin ein bisschen traurig, aber ich muss leider ja noch an das andere. Und das heißt, ich muss das hier alles mal eben löschen. Gut. Das hat fast besser geklappt, als ich erwartet hätte. So, komm, stirb. Und hier ist sogar eine Truhe. Amulet of Fortitude. Dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Maximum Health by 10. Na, das lasse ich bei ihr, weil sie so wissen, Jack of all trades ist, also da habe ich mal nachgeguckt. Jack of all trades ist ja eine relativ gebräuchliche englische Bezeichnung für halt einen Alleskönner.
welches nochmal, nicht Deck Leo, sondern, ach, keine Ahnung, wie heißt das Teil nochmal, das andere Dictionary online, naja, auf jeden Fall, das zeichnet als offizielle Übersetzung, als offiziellen Übersetzungsvorschlag Hans Dampf in allen Gassen. Was ich, naja, eher ein sprachliches Ungetüm finde als eine passende Übersetzung für so. Ich meine, wer sagt bitte Hans Dampf in allen Gassen? Ich vermute. Ja. Ach komm, das war doch fast eine Truhe. Kiste. Mindestens genauso wie die. Hm? Sind die jetzt zeitgesteuert oder nicht? Das ist irgendwie merkwürdig. Shit. Mir egal. Nee, aber wo war ich? Ach ja, Jack of all Trades. Naja, sie kann über viele Abgründe drüber kommen, wo andere nicht drüber kommen. Ach, da oben schießt er. Sie kann sich verteidigen und damit ja, vereint sie eigentlich das, was die anderen beiden können. Ich meine, der Krieger kann im Nahkampf moschen. Das kann er. Dazu ist er gedacht. Mehr aber auch nicht. Sehr schön. Das kann der Magier nicht. Der kann von unten vielleicht irgendwie schießen, aber das war's dann auch. Und so. Was haben wir hier unten noch? Dunkelheit. Dunkelheit, alte Keule.